In diesem Video möchte ich Gesundheits- bzw. Gelenksmythen auflösen. Und zwar werden wir uns anschauen, erstens, woher kommt das Krachen und Knacken in meinen Gelenken? Und zweitens, was bedeutet mein Röntgen- bzw. MRT-Bild für mich und meine Gesundheit? Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt dran! Meine Gelenke krachen, knacken oder knirschen, die sind ja total kaputt. Das ist eine Aussage, die ich täglich in meiner Praxis als Physiotherapeutin und Osteopathin höre. Doch ist das wirklich so? Ist das Krachen und Knacken in den Gelenken auf einen Schaden zurückzuführen? Das hier sind die Fakten. 2017 wurde in der Fachzeitschrift Musculoskeletal Pain and Science ein Artikel veröffentlicht, der zeigt, dass es bisher keinerlei Studien gibt, die nachweisen konnten, dass ein Krachen oder Knacken in den Gelenken mit einer Pathologie, also einem vorhandenen Schaden, zusammenhängt. Auch ein orthopädisches Forscherteam der Medizin-Uni von Seoul hat 2018 eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass wenn Gelenksgeräusche wie Krachen oder Knacken nicht mit einer vorangegangenen Verletzung, nicht mit einer Schwellung des Gelenks und nicht mit Schmerzen in Verbindung gebracht werden können, diese Geräusche völlig physiologische Eigenschaften unserer Gelenke sind, die einfach durch unsere Anatomie entstehen. Was das Forscherteam jedoch durch Patienteninterviews zeigen konnte, ist, dass Betroffene, die Geräusche in ihren Kniegelenken wahrnehmen, glauben, ihre Knie sind vorzeitig gealtert oder beschädigt. Und das führt natürlich, wie auf dieser Grafik sichtbar gemacht, zu einem Teufelskreis. Denn die falschen negativen Glaubenssätze zu unseren Gelenken führen zu einer Vermeidung von Bewegung. Das wiederum führt zum Muskelabbau, zu einem Verlust der Beweglichkeit und auch zum Knorpelabbau. Denn unsere Knorpelzellen brauchen, so wie unsere Muskeln, Bewegung, um sich ernähren zu können. Das wiederum führt dann eben zu einer Arthrose, zu Schmerzen und zu einer Degeneration. Doch woher kommen jetzt diese Gelenksgeräusche? Dazu gibt es schon einiges an Forschung. Die folgenden Erklärungsmodelle könnt ihr in einer Studie des American Journal of the Osteopathic Association aus dem Jahr 2002 nachlesen. Wenn ein Gelenk bewegt wird, führt das dazu, dass die Flüssigkeit im Gelenk Richtung Gelenkskapsel gedrückt wird. Das macht dann dieses Ploppen. Durch das Bewegen des Gelenks kann sich kurzzeitig eine Art Vakuum oder Hohlraum bilden, und dieses Ereignis ist mit dem Geräusch verbunden. Dieses Vakuum besteht aus Wasserdampf, Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid, das durch die Druckunterschiede im Gelenk entsteht. Auch andere Forscher unterstützen diese Beobachtung und begründen, dass dieses Geräusch durch das Platzen von gebildeten Gasblasen in der Flüssigkeit der Gelenke beim Bewegen entsteht. Das ist auch übrigens das, was passiert, wenn ein Therapeut Gelenke knacksen lässt oder einrenkt. Genau diese Bildung von oder Lösen, dieses Lösen von Gasblasen macht auch im therapeutischen Setting dann dieses Ploppen. Also es ist nicht so, dass der Therapeut eure Wirbelsäule wieder einrenkt oder einen Wirbel zurückschiebt. Das heißt auch, wenn ihr euch bewegt, können Wirbel nicht einfach herausspringen, so wie das immer noch die Meinung vieler ist. Also, lasst euch nicht beunruhigen, wenn eure Gelenke knacken. Und vor allem, vermeidet deswegen auf keinen Fall, euch zu bewegen. Kommen wir nun zum nächsten Gesundheitsmythos, nämlich zur Bedeutung von Röntgenbildern oder MRT-Bildern im Zusammenhang mit der Gelenksgesundheit. Ich möchte zuerst mit einer der häufigsten Untersuchungsverfahren, nämlich der MRT-Bilder der Wirbelsäule, anfangen. MRT-Bilder werden leider bei Rückenschmerzen
immer noch viel zu schnell und leider auch oft unnötigerweise gemacht. 2015 wurde folgender Artikel im American Journal of Neuroradiology veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine systematische Übersichtsarbeit, also es wurde Literatur zusammengetragen, die das Auftreten von pathologischen, also krankhaften Veränderungen der Wirbelsäule im MRT oder CT bei asymptomatischen Personen zeigt. Also hier wurden Personen untersucht, die keinerlei Schmerzen oder Beschwerden haben, und es wurde beispielhaft bei diesen Personen ein MRT gemacht. Hier kommt nun ein Auszug dieser Ergebnisse. Hier nun ein Auszug der Ergebnisse der Studie. Ihr könnt sehen, dass die Forscher 8 verschiedene Altersgruppen eingeteilt haben. 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 80-Jährige wurden untersucht. Links seht ihr die Diagnosen. Zum Beispiel eine Degeneration der Bandscheibe wurde in dieser Studie bei 80% der 50-Jährigen gefunden, obwohl diese keinerlei Rückenschmerzen haben. Auch eine Höhenminderung der Bandscheiben wurde bei 40-Jährigen schon bei 45%, bei 50-Jährigen bei 56% der Untersuchten ohne Beschwerden gefunden. Und auch die Bandscheibenvorwölbung oder Diskusprotrusion konnte bei asymptomatischen 20-Jährigen bereits bei 29% nachgewiesen werden. Bei den 60-Jährigen waren es bereits 38%. Die Forscher konkludieren daher, dass degenerative Veränderungen der Wirbelsäule ein normaler Prozess des Alters ist und nicht mit Rückenschmerzen assoziiert werden kann. Das bedeutet, falls du Rückenschmerzen hast und ein Röntgen oder MRT gemacht wurde und darauf Veränderungen sichtbar sind, das nicht bedeutet, dass das die Ursache für deine Schmerzen sein muss. Deine Bilder müssen immer im Kontext zu deinen Beschwerden gesehen werden. In den meisten Fällen sind Rückenschmerzen auf Bewegungsmangel oder Muskelverspannungen zurückzuführen. Und auf keinen Fall soll dein Röntgen- oder MRT-Bild dich daran hindern, dich zu bewegen. Doch kann man dieses Phänomen jetzt nur bei den MRT-Bildern der Wirbelsäule beobachten? Nein. Es gibt solche Untersuchungen auch schon Röntgenbilder des Kniegelenks betreffend. 2018 wurde in der offiziellen Fachzeitschrift der Osteoarthritis Research Society International ein Artikel veröffentlicht, bei dem 1243 Kniepatienten über 8 Jahre lang beobachtet wurden. Anhand der Beobachtung dieser Personen wurde gezeigt, dass eine Gelenksspaltverschmälerung im Röntgen, wie man sie eben bei einer Arthrose oder Abnutzung beobachten kann, nicht mit der Schmerzentwicklung assoziiert werden kann. Das heißt, es gibt Personen mit schlimmen Gelenksarthrosen, die gar keine Schmerzen haben, und eben auch Personen mit starken Schmerzen, die keine Abnutzungen oder Veränderungen im Röntgen aufweisen. Das bedeutet, dass Schmerz nicht alleine mit einer Struktur, wie zum Beispiel einem Gelenksknorpel oder einer Bandscheibe, in Verbindung gebracht werden kann, sondern vielmehr ist Schmerz ein wahnsinnig komplexes Phänomen, das von ganz vielen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel auch meiner aktuellen Stimmung, meiner bisherigen Erfahrungen, meiner Glaubenssätze zu meinem Körper und zu meiner Gesundheit, meiner bisherigen Erfahrungen, meinem Umfeld und so weiter und so weiter. Daher, wenn ihr Schmerzen habt, dann lasst euch wirklich kompetent beraten von einem Arzt oder einem Therapeuten, der sich auch wirklich eure Gelenke anschaut, untersucht und eben nicht nur von einem Röntgen oder einem MRT-Bild ohne eure Geschichte zu kennen, ohne eine funktionelle Untersuchung gemacht zu haben, auf Behandlungsverfahren schließt. Denn ein Röntgen- oder MRT-Bild alleine reicht eben nicht aus, um den Gesundheitszustand zu beurteilen, wie diese bisherigen Studien gezeigt haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr versteht jetzt ein bisschen mehr, was es mit dem Gelenkknacken oder dem Röntgen und MRT auf sich hat.
Ich hoffe, ihr seid motiviert, euch weiter zu bewegen und eurem Körper somit etwas Gutes zu tun. Bis bald, tschüss!